Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Niederschlagung des Aufstandes der Herero und Nama am 11. August 1904 war Völkermord. Der erste Völkermord im 20. Jahrhundert, daran ist nicht zu rütteln, und das wird auch von niemandem ernsthaft bezweifelt. Den Befehl, den General Lothar von Trotha damals gab, war so grausam, dass es wehtut, ihn hier noch einmal aufzurufen. Aber Vergangenheitsbewältigung tut eben weh und muss auch wehtun. Ich zitiere Trotha: Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit und ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen. Das sind meine Worte an das Volk der Herero, der große General des mächtigen deutschen Kaisers. Zitat Ende. Das ist ganz sicher kein mächtiger General, sondern ein grausamer General, meine Damen und Herren. Diese Worte sind menschenverachtend. Unvorstellbar, dass solche Worte noch vor etwas mehr als 100 Jahren fallen konnten. Es starben damals, darauf ist hingewiesen, 70.000 Herero, 80% des gesamten Volkes, sowie die Hälfte der Nama. Überlebende wurden in Konzentrationslager gesteckt, ihr Land und Vieh 1906 konfisziert. Norbert Lammert hat dieses selber auch als Völkermord bezeichnet und als beschämendes Verbrechen. Zur Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland gehört ein kritischer und bewusster Umgang mit unserer eigenen Geschichte. Nur so kann man aus den Fehlern der Vergangenheit für die Zukunft lernen. Die Ereignisse in Namibia zwischen 1904 und 1908 sind heute fast vergessen. Aber wir dürfen sie nicht vergessen. Schon 1989 hat sich die CDU-CSU geführte Koalition um eine Aufarbeitung bemüht. Und danach, 2004, darauf ist hingewiesen, hat Heidemarie Wieczorek-Zoll als erste Repräsentantin der Bundesrepublik sich offiziell bei den Herero und Nama entschuldigt. Das war ein Zeichen und ein weiterer Schritt in die gemeinsame Aufarbeitung mit dem heutigen Namibia. Übrigens gab es im gleichen Jahr eine Konferenz in Bremen. Bremen hat sehr früh, meine Heimatstadt, mit diesem Thema begonnen. Wir haben auch ein Antikolonialdenkmal. Und damals, 2004, gab es ein Symposium zum Thema der Herero-Krieg 100 Jahre danach. Da hat es eine Eklat gegeben und schwierig. Aber immerhin, wir haben damit begonnen. Was können wir tun? Namibia hat in den vergangenen Jahrzehnten eine besondere Rolle in unserer Entwicklungszusammenarbeit eingenommen. Über die letzten 20 Jahre hinweg sind Gelder in Höhe von 740 bis 800 Millionen Euro geflossen. Das ist die höchste Pro-Kopf-Entwicklungshilfe in Afrika. Mit diesem Geld sind viele Projekte und Einrichtungen gefördert worden, die Armut bekämpfen und die Lebensverhältnisse der Menschen verbessern. Kollege Rebmann hat darauf hingewiesen, es gab Straßenbau, es gab Kulturprojekte, Wissenschaftsprojekte, Ausbildungsprogramme, kommunalpolitische Projekte und vieles, vieles mehr, auch Klimaschutzprojekte, sodass hier schon viel getan worden ist, auch darauf will ich hier ausdrücklich hinweisen. Wie sehr der Wunsch nach Versöhnung und Vergebung auch auf Seite Namibias besteht, zeigt sich, seitdem Namibia vor 26 Jahren seine Unabhängigkeit erklärt hat und seitdem den Wunsch nach Versöhnung und Vergebung zum Ausdruck gebracht hat, der Staatspräsident 1990 in der verfassungsgebenden Versammlung. Mit der Ernennung unserer Sondergesandten haben Deutschland und Namibia einen weiteren wichtigen Schritt unternommen. Die Sondergesandten sollen einen Weg finden, eine weitere Annäherung ermöglichen und Lösungen suchen und finden. Und wir sollten ihnen auch nicht vorgreifen. Ich habe da auch volles Vertrauen auf Ruprecht Polenz,
der diese Aufgabe übernommen hat. Der Botschafter der Republik Namibia hat den Wunsch geäußert, dass die im Deutschen Bundestag vertretenen Fraktionen einen gemeinsamen Antrag auf den Weg bringen. Und auf dieser Basis wünscht sich der Botschafter, so habe ich ihn verstanden, eine sachliche und würdige Debatte. Die Linke kommt diesem Wunsch nicht nach und hat ihren Antrag nicht zurückgezogen, was ich nicht in Ordnung finde. Sie verkennt, dass sich dieses Thema am allerwenigsten für parteitaktische Manöver eignet. Ich finde das befremdlich. Und wie wichtig Ihnen dieses Thema ist, zeigt sich auch daran, dass Ihre Fraktionsvorsitzende Sarah Wagenknecht nicht hier ist. Sie stellt ihr Buch gerade vor. Der hat den Antrag nicht eingebracht. Das ist der Unterschied. Sie haben den Antrag eingebracht. Frau Kollegin. Und ich komme zum Ende. Sie macht gerade ihr neues Buch Reichtum ohne Gier, wie wir uns vor dem Kapitalismus. Ich wollte Sie gar nicht aufs Ende hinweisen. Sie haben ja noch ein paar Sekunden, aber war so ein Wunsch von den Linken, eine Zwischenfrage zu stellen. Die können Sie annehmen oder auch verwerfen. Aber Sie müssen Ich schlage mal vor, wenn ich fertig bin, und dann können wir da in einen regen Austausch eintreten. Okay. Also, ich ziehe mein Fazit und sage, selbstverständlich ist dieses Kapitel der Geschichte unseres Landes aufzuarbeiten, weiter zu verfolgen. Wir müssen alles tun, um zur Versöhnung und Vergebung gegenseitig zu kommen. Und wir brauchen uns aber von den Linken ganz bestimmt nicht anleiten lassen für Vergangenheitsbewältigung. Sie haben noch so viel mit Ihrer eigenen Vergangenheit zu tun. Das machen Sie mal zuerst. Und im Übrigen fände ich es besser, Sie hätten die Geduld gehabt, dass es einen Antrag von allen Fraktionen gibt. Und ich glaube, dass das auch im Sinne des Botschafters Namibias gewesen wäre. Vielen Dank. So, jetzt haben wir eine Kurzintervention des Kollegen Mowasat von Fraktion Die Linke.